Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier geht es weiter mit dem Nomad Knife. Wir haben ja schon festgehalten, dass die neuen Knives jetzt nicht der Überknaller sind. Dennoch schauen wir uns die mal an. Ich habe es uns mal direkt in Fate geöffnet. Das Knife sieht mit dem Fate-Skin schon ganz gut aus. Die Form und so weiter ist halt jetzt einfach nicht besonders. Ich meine, klar, man kann jetzt nicht einfach ein komplett neues Knife erfinden, das ein Kreis ist und ich weiß auch nicht, die Klinge innen hat. Auch der Slaughter-Skin sieht auf dem Knife ganz gut aus. Ich glaube, es ist ein kleines Knife, ne? Ah, oh, okay, es geht. Es gibt Skins, die sehen auf einem großen Knife nicht so gut aus, als auf einem kleinen und umgekehrt. Das Crimson Web sieht auf dem Knife ganz gut aus. Der Griff ist dann komplett schwarz. Das hat natürlich was. Ja, Griffe wie jetzt das hier beim Case Hardener zum Beispiel finde ich nicht so schick. Da würde ich es, glaube ich, eher beim schwarzen Griff belassen, um nochmal diesen, ja doch recht hellen Skin hervorzuheben. Hier scheint es eher ineinander zu verlaufen. Jetzt nicht direkt, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Hier bei dem Blue Steel finde ich es jetzt nicht schlimm, dass der Griff so geblieben ist, wie er eben bei dem anderen Skin auch war. Da passt es ganz gut dazu. Ja, über Scorch brauchen wir, glaube ich, gar nicht großartig zu sprechen. Das Forest DD Pad ist sehr schön geworden. Hier gefällt mir auch die Farbgebung auf dem Griff. Wie auch hier beim Boreal Forest. Das geht. Das geht schon klar. Und es ist tausendmal besser als ein Scorched, oder? Wer nimmt denn Scorched? Oh, das Stain sieht ja schick aus. Leider auch wieder den Griff gewählt, der... Ja, wohl doch. Nee, es geht schon. Das ist ganz in Ordnung hier mit dem Griff. Bei Messern kommt es generell irgendwie kacke, wenn der Skin komplett drüber liegt, oder? Bei Waffen wirkt es gar nicht so schlimm. Aber hier ist es halt direkt so, ja, witzlos. Ja, auch hier bei dem Urban Mask. Man hat keine Abgrenzung. Es sind nicht so richtig die Linien da. Ist einfach ein Matsch, wie auch hier. Somit sind wir auch durch das Nomad Knife durch. Es ist nice to have, so wie eigentlich alles. Kein Must-Have, aber nice. Ja, ne, also, wenn man es geschenkt bekommt, warum nicht? Aber so von wegen, oh, ich nehme jetzt echt Geld in die Hand und kaufe mir ein Knife. Na gut, dann würde ich aber trotzdem wohl eher noch sowas kaufen, wie halt diese, die aus dem letzten Update, diese Korkenzieher, diese ganz komischen Knives. Diese Lack-Knives oder was es ist, keine Ahnung. Also, soweit so gut. Vielen Dank für die Kommentare, für die Likes und die Aufmerksamkeit. Ciao, ciao.